Cabrio, weil es mich schon immer fasziniert hat, das Fahrzeug. Also ich fand die Silhouette vom Cabrio einfach unheimlich schön. Ich bin 2001 auf das Auto aufmerksam geworden, weil ich auf der Suche war nach einem Fahrzeug. Und bin bei einem Audi-Händler bei uns im Ort, bin ich auf diese Sunset Edition gestoßen. Und das hat mir so gefallen, dass ich das unbedingt haben wollte. Aber damals schon in der Preisklasse, das waren so um die 15.000 Euro, musste ich finanzieren, klar. Bin zu meinen Eltern hin und habe gefragt, hey, wie sieht's aus? Ich möchte mir das Auto kaufen. Das erste Auto überhaupt finanziert. Und meine Mutter gleich, nein. Und mein Vater hat geweint, na, lass den Buch mal machen. Das wird schon gut. Und dann bin ich das Auto gefahren, auch als erster Vorstand vom Audi Club Karlsruhe. Habe das immer gehegt und gepflegt, natürlich nur im Sommer gefahren. Gekauft mit 30.000 Kilometer, war mein ganzer Stolz. Und da hat sich auch tatsächlich einer gefunden, der das für einen guten Taler von mir abgekauft hat, in einem fast hervorragenden Zustand. Und habe es dann aber immer wieder bereut, dieses Fahrzeug überhaupt verkauft zu haben. Habe dann 2012 in einer Spontanaktion diesen Käufer auf brutalst umständlichem Weg wieder ausfindig machen können. Ich hatte keinen Kaufvertrag mehr. Ich wusste nur noch, wie er heißt, mit Vornamen und nicht mal mehr noch mit Nachnamen. Und über diverse Umwege dann über seinen Hauptarbeitgeber dann an den richtigen Namen gekommen, beziehungsweise an den Typ selber. Und der konnte sich dann tatsächlich auch an mich erinnern, wie ich ihn anrief, sagt er schon, ja, du bist doch der, der mir das Cabrio verkauft hat. Sag ich, ja genau, hast du das noch? Ja. Verkaufst du mir das? Nein. Und so ging das dann hin und her und irgendwann hat er mir dann das Vorkaufsrecht eingeräumt, wenn er das Fahrzeug mal verkaufen möchte, dass er mich dann als erstes anruft. Und dann haben wir Kontakt gehalten von 2012 bis Ende 2020, immer nur so zu Weihnachten, alles Gute und frohes Neues und alles Gute zum Geburtstag und so. Und Ende 2020 war es dann tatsächlich so weit, dass er mich anschrieb per WhatsApp, du Timo, ich möchte mich jetzt tatsächlich von meinem Auto trennen, wenn du möchtest, kannst du ihn wieder haben. Er hat mir dann eine Summe an den Kopf gehauen, die dachte ich nur, okay, das ist schon noch ganz schön viel Geld für so ein Auto. Und habe ihm dann gesagt, okay, komm, ich hole das Auto ab mit einer roten Nummer. Sagt er schon, ja, aber Vorsicht, steht mit leerem Tank, abgelaufenem TÜV und die Öllampe ist an seit einem Jahr bei einem Freund auf dem Parkplatz, weil TÜV abgelaufen und so konnte er. Dann habe ich das Auto in der Ausgangssperre nachts, nach 16 Jahren, in Baden-Baden, im Regen, dann das erste Mal wieder gesehen. Das waren richtige Emotionen. Und ja, die Emotion war so heftig, dass ich gesagt habe, ich muss das Auto haben, egal was der Zustand. Mir ist es völlig egal. Ich muss das Auto jetzt mit nach Hause nehmen. Dann habe ich mir das mehr oder weniger geliehen dann mal von ihm für 2 Tage, um das Auto durchzuchecken, um für mich zu prüfen, ist das jetzt auch das Geld wert, was er möchte. Und wir haben uns dann auf einen sehr guten Preis geeinigt. Ich habe ihm gesagt, lass das Auto gleich stehen, ich komme zu dir, ich hole die Fahrzeugpapiere. Wir haben uns dann geeinigt, ich habe das Auto dann gekauft. Und ja, mittlerweile haben meine Frau und ich tatsächlich, das ist ein gemeinschaftliches Projekt zwischen meiner Frau Petra und mir, haben wir so viel Spaß mit dem Auto. Wir haben auch schon jetzt unendlich viel Geld natürlich reingesteckt, wo man da immer relativ sieht, unendlich in sein Auto kannst du ja unendlich wirklich reinstecken. Mit Heckschaden, mit diversen Kratzern, mit Rost hier, Rost da, Motor geölt, ohne dass es aufgehört hat, an irgendeiner Stelle überhaupt mal zu ölen. Innenraum war, jetzt will ich nicht sagen, völlig verwohnt, aber war schon sehr, sehr mitgenommen. Das Einzige, was mich total fasziniert hat, das ist noch das Originalverdeck. Und dadurch, dass das Auto immer mit zu einem Verdeck in der Garage stand, war die Heckscheibe noch top. Und das Verdeck sieht aus wie, wenn es schon mal ein neues gegeben hätte, aber es ist noch tatsächlich das Original 27-jährige Verdeck, da bin ich ziemlich stolz drauf. Und er hat auch nicht wirklich viel Kilometer drauf gefahren. Ich habe ihn verkauft mit 90.000 Kilometer, 16 Jahre später mit 250.000 Kilometer. Das ist völlig okay. Wartungsintensiv, aber war völlig in Ordnung. Und ja, jetzt habe ich ihn wieder. Meine Frau hat mich dann dieses Jahr noch überrascht mit den schönen Felgen hier. Das hat mich total gefreut, aber da sieht man wieder, wir stecken beide mit unserem Herz in dem Fahrzeug. Und es gibt auch noch einige Wiedererkennungswerte von diesem Fahrzeug. Das ist so dieser MTM-Schriftzug, den ich irgendwann mal von meiner Frau geschenkt bekommen habe, weil ich den unheimlich toll fand, 2002 oder wann das war. Und natürlich werde ich oft darauf angesprochen, ist da wirklich ein Meier drin? Natürlich ist da kein Meier drin, aber ich mache den Aufkleber auch nicht runter, weil er einfach zu dem Auto gehört. Und das war 2002 einfach so. Da hat man sich Autos gekauft und hat die dann noch ein bisschen getuned mit irgendwelchen Aufklebern.
Ja, aber ich finde ihn einfach unheimlich schön. Und wenn ich mich in das Auto reinsetze, da kann zu Hause oder auch in der Firma so viel Stress sein. Ich mache das Verdeck auf, ich mache die Musik an und ich fahre mit von mir aus nur 70 über die Landstraße, spielt überhaupt keine Rolle. Und Freiföhn nenne ich das dann immer. Das gehört einfach dazu und dann kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mit dem Auto fahre. Ich gebe den auch nie wieder her. Das war 16 Jahre lang genug weg und der bleibt jetzt da. Also ich habe einen Audi Cabrio Typ 89 mit einer 2,6 Liter Maschine, einem Schalter. Ohne Klima, ohne elektrisches Verdeck. Eine Sunset Edition. Die ist, glaube ich, gebaut worden von 93 bis 96 oder 95. 95. Die gab es in drei verschiedenen Farben: in Grün, in Dunkelrot Metallic und in diesem schicken Byzanz Perfekt. Die ersten Jahre, wo ich das Auto gefahren bin, ist das Auto sehr original geblieben. Nach und nach sind dann diverse Sachen nachgerüstet worden, wie DE-Scheinwerfer. Ursprünglich hatte ich auch mal die wahnwitzige Idee, die Stoßstangen komplett zu lackieren in Wagenfarbe. Das hat mir aber dann nicht mehr gefallen. Wo ich 2020 das Auto zurückgekauft hatte mit dem Heckschaden, habe ich mich dann dazu entschlossen, die Stoßstangen und die Schweller wieder in Schwarz abzusetzen. Das war mit dem Heckschaden, fing es an mit der ganzen Reparatur. Den habe ich richten lassen, Seitenwand und Heckstoßstange. Der Kofferraumdeckel war noch leicht in Mitleidenschaft gezogen, hatte natürlich ziemlich viel Rost. Also das heißt, da wurde dann eben die Stoßstange 8 Jahre gefahren mit dem Schleifen am Radlauf. Und dementsprechend hat es dann eben auch ausgesehen. Er hatte unheimlich viele Kratzer. Ich glaube, er ist an der Zeit, wo er bei meinem Vorbesitzer war, oder bei dem Zwischenbesitzer, wurde er, glaube ich, gar nie poliert. Ursprünglich der erste Zahnriemen ab Werk. Also ich habe ihn mit dem Original Zahnriemen verkauft und wie ich ihn zurückerhalten habe, war noch derselbe Zahnriemen drin. Meine Zündkerzen waren noch drin, die OEM, direkt von Audi. Da haben wir dann angefangen, ich glaube im ersten Jahr von 2020 auf 2021 habe ich 5 Ölwechsel gemacht. Immer so in einem gewissen Abstand, um einfach alles freizuspülen. Dann haben wir angefangen, den Motor abzudichten. Ich habe die kompletten Achsmanschetten, Domlager, alles was so Gummi ist am Auto, was natürlich nach 27 Jahren in die Binsen geht, haben wir getauscht. Also alle Kabeldurchführungstüllen. Der ist einmal komplett angeschliffen worden und wieder aufbereitet worden. In einem sehr umständlichen Prozess. Ich glaube, wir haben in 5 Schritten haben wir den kompletten Lack wieder aufbearbeitet. Natürlich ist er an diversen Stellen, wie in der Motorhaube und auch an der Tür, habe ich eine Macke drin. Das ist so, ich sage immer Patina, ist ja auch wirklich Patina. Aber ich werde mit Sicherheit nicht umherkommen, also gewisse Teile einfach mal irgendwann wieder zu lackieren. Die Motorhaube werde ich mit Sicherheit mal irgendwann machen. Ich glaube, die Macke in der Tür bleibt, weil die ist noch tatsächlich auch aus meiner Zeit. Da bin ich mal irgendwo beim Einkaufen gewesen und da hat einer ein bisschen angeeckt. Ich habe die Originalanlage komplett rausgemacht, was auch total witzig war. Ich hatte, wo ich das Auto verkauft habe, eine Anlage drin mit einem schönen Ausbau im Kofferraum. Und wie ich das Auto 2020 zurückgeholt habe, war mein Ausbau, also ohne die Elektrokomponenten, die habe ich nicht mitverkauft, war der komplette Ausbau noch genauso drin. Und wie ich meinen Vorbesitzer gefragt habe, warum er das nicht ausgebaut hat, weil er hat seine Komponenten gerade reingelegt, den Subwoofer einfach in den Kofferraum gestellt. Und dann hat er gemeint, ja, wieso, es hat doch funktioniert, er braucht den Kofferraum ja eh nicht. Und dann hat mich das total irritiert. Ich habe den Kofferraum aufgemacht und habe gedacht, da ist ja noch mein Einbau drin. 16 Jahre später, total irre. Das habe ich dann alles raus, habe das gegen neuere Komponenten ersetzt, auch das Front- und Hecksystem ausgetauscht, neues Radio rein. Also vorne habe ich ein 10er Koaxial von Audiosystem, hinten ein 13er. Das Aktivzeug habe ich raus, frische Verkabelung rein. Vorne ist ein Kenwood-Radio drin mit DAB.
In der Shisak-Durchführung habe ich ein Subwoofer-Gehäuse vom Dirk Strittmatter da drin mit einem 16er Audiosystem. Und Endstufe habe ich eine zeitgenössische, 25 Jahre alte Signatram 3 Mark II. Die ist völlig ausreichend für den kleinen 16er. Werde aber bestimmt irgendwann mal noch zusätzlich einen Aktiv-Subwoofer unten hinten in den Fußraum reinlegen. Aber das ist so alles nebensächlich. Momentan gibt es noch viele andere kleine Baustellen, die ich abgearbeitet haben möchte. Ja, so viel zum Audiosystem. Ich fahre Hankook Reifen in der Größe 225, 45, 17. Die Felgen sind von IB Rad, nachgeahmt vom BBS Le Mans Rad. Die wollte ich schon damals, 2003, wollte ich Original BBS Le Mans auf mein Auto drauf machen, waren aber auch eben damals sehr teuer und habe dann auch den Umbau gescheut auf 5 Loch. Und habe dann durch Zufall, wo ich 2021 mal mit dem Dirk unterhalten habe, die von IB Rad, diese Nachbaufelgen, die LM 17 Zoll gesehen und habe dann nur ein Foto meiner Frau gezeigt und habe gesagt, die Felgen will ich unbedingt haben. Habe dann so nebenher so angefangen zu sparen, dass ich mir die Felgen kaufen kann. Und dieses Jahr im März, ich glaube, das war die dritte Woche im März, hat meine Frau irgendwann mal dienstags zu mir gesagt, ja, morgen fährst du ja sowieso nicht mit dem Cabrio, weil es soll ja regnen. Dann habe ich gesagt, ja, morgen fahre ich mit einem normalen Geschäftsauto in die Firma. Ja, es ist ja alles klar, lass das Cabrio stehen. Und dann hat sie mich tatsächlich in der Firma mit meinem Cabrio überrascht, diagonal vor der Firma geparkt und hat mir diese Felgen bestellt. Ich hatte sie nur vom Bild gekannt und kurz von der Erzählung. Hat organisiert, was für Reifen das da drauf sollen, die Distanzscheiben, hat die montieren lassen. Meine komplette Firma war eingeweiht. Also ich arbeite an einer Werkstatt und die haben das ganze Zeug besorgt. Und normalerweise hätte das Fahrzeug schon zum Saisonauftakt, also direkt 1. März, hätte das Fahrzeug schon mit den Felgen in der Tiefgarage, wo ich im Winter immer parke, hätte der schon stehen sollen. Aber da ist wohl eine Felge defekt geliefert worden. Und dann, bis die ganze Tauschaktion durch war, bis dann die alle wieder beieinander waren und das Auto dann eben irgendwann mal von mir auch abgeluchst werden konnte, dass ich nichts mitbekomme, waren halt dann 3 Wochen später. Aber ich bin unendlich froh, diese Felgen jetzt endlich zu besitzen. Und ich bin meiner Frau unheimlich dankbar, dass sie sich da diese Mühe gemacht hat, um mich damit zu überraschen. Das werde ich nie vergessen. Nie. Fahrwerk ist ein Weitek drin. Ist nicht so eine bekannte Marke jetzt wie KW oder wie andere, die da sich so teure Gewindefahrwerke reinmachen. Weitek 6040, total unspektakulär. Ist ein Komplettfahrwerk, also nicht nur Federn. Ist aber unheimlich komfortabel und trotzdem sportlich. Also du kannst gut durch die Kurven ziehen damit. Und ich finde es auch vom Radabstand hat er sich gut gesetzt. Also ich finde, es ist sehr, sehr harmonisch von der Linie. Ich habe nicht vor, das irgendwann mal umzurüsten, außer es geht irgendwann mal ein Dämpfer kaputt, weil ich glaube, Weitek ist jetzt auch unheimlich schwer zu bekommen. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Ja, das habe ich aber schon 2003, nee, 2004 ist das Fahrwerk reingekommen. Innenausstattung ist klassisch Leder, die Audi Sportsitze mit Sitzheizung, ohne Klima, ohne elektrisches Verdeck mit Vogelaugen-Ahorn. Das ist so spezifisch für diese Sunset Edition. S-Line-Lenkrad, Windschott, ich glaube, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video und meine Geschichte zu meinem Auto gefallen und wir sehen uns bestimmt auf einem der nächsten Treffen. Freue mich drauf.